Ein Braumeister aus Wunsiedel hat sich ein Dienstauto angeschafft. Nicht irgendeines, sondern eines, das verblüffende Ähnlichkeit mit einem Polizeiauto hat. Seitdem heißt es in Wunsiedel, die Brauerei, dein Freund und Helfer. Wenn also der Ernstfall eintritt, dann schafft er im Eiltempo Nachschub heran, damit den fröhlichen Feierrunden die Kehen auch ja nicht trocken bleiben. Bischof. Noch einmal nur Flaschenleger. Schlechtigkeit, du. Das ist natürlich das Schlimmste, was in solch einer illustren Skatrunde passieren kann. Das Bier ist alle, aber zum Glück gibt es ja immer gute Kollegen. Die Langbräuche im Brunnen, hallo. Ja, servus Jürgen, hallo. Thorsten, servus. Ja, wir sitzen hier bei der Inge und wir sind auf dem Trocknen. Könntest du mal vorbeischauen? Was ist los? Das Bier ist alle. Das gibt's doch gar nicht. Ich bring dir gleich ein Kästle vorbei, gell? Alles klar, prima. Bis gleich, vielen Dank, tschüss. Tschüss. Ja, die Brauerei, dein Freund und Helfer, ist natürlich immer zur Stelle und bringt schnell Nachschub. Ja, Sie haben richtig gesehen. Es ist ein Brauereiauto oder doch ein Polizeiauto. So sicher sind sich da manche Menschen nicht. Machen wir doch also einen kurzen Stopp in der Fußgängerzone für einen kleinen Test. Was sagen Sie denn zu diesem netten Gefährt hier? Ich habe jetzt gedacht, das Polizeiauto. Ich finde es echt super, ist mal was anderes und ja, es schaut echt cool aus. Ja, ich finde es lustig. Ich habe es auf Facebook schon gesehen. Toll, man denkt zwar im ersten Moment, die Polizei ist da, aber ist mal was anderes. Hat man mal gleich ganz anderen Respekt vor der Brauerei. Ne? Genau, ja, eben. Was denken Sie, was sagt die Polizei dazu? Nichts. Polizei steht ja genau für das Gegenteil wie Alkohol am Steuer. Naja, der Alkohol befindet sich natürlich nur im Auto, das mittlerweile der ganze Stolz seines Besitzers ist. Und weil ich gewöhnt bin, dass ich immer ein wenig Reklame an meinen Fahrzeugen dran habe, habe ich gedacht, machen wir eben ein bisschen eine blaue Farbe drauf auf die Motorhaube, weil meine LKWs oder die Brauereifarbe ja blau ist. Dann haben Freunde zu mir gesagt, Mensch, da schreibst du doch vorne ein wenig Brauerei drauf. Sag ich, ja, schreib mal Brauerei drauf. Und dann sagt einer, du, das hat eine Sauähnlichkeit mit Polizei. Und so kam eines zum anderen und das Brauereiauto ward geboren. Doch da stellt man sich natürlich schon die Frage, ob das denn so rechtens ist. Es ist keine Leuchtreklame, sondern es ist eine weiße Schrift. Und als krasser Gegensatz habe ich neben kleine Bierfessle drauf gemacht, dass man also sieht, dass das ein Brauereiauto ist und kein Polizeiauto. Ich will ja der Polizei nicht zu nahe treten. Naja, aber die schaut schon ganz genau hin und ist skeptisch, denn auf seinen Wegen begegnet der Brauereimeister immer wieder seinen sogenannten Kollegen in Grün. Mir ist die Polizei auf der Autobahn einmal nachgefahren. Die sind also längere Zeit hinter mir gefahren, neben mir, vor mir. Habe ich schon ein bisschen unruhiges Gewissen gehabt, denke ich, jetzt werden sie sich einsperren. Aber nicht, denn die haben ermittelt und herausgefunden, ein Fahrzeug in dieser Ausgestaltung ist rechtlich nicht zu beanstanden. Also kann Herr Hopp von der Brauerei Lang weiterhin sein Bier in die heimischen Stuben bringen. Bei uns rufen immer wieder mal Leute auch am Wochenende an oder wo eben gerade mal ein Brennpunkt ist, wo irgendwas nicht reicht. Dann setze ich mich selbstverständlich sofort in meinen neuen Dienstwagen rein und helfe da gerne aus. Das ist kein Thema. Apropos, unsere illustre Skatrunde sitzt ja immer noch auf dem Trockenen. Jetzt aber schnell, natürlich ohne Braulicht, zu den durstigen Herren. So Leute, Nachschub ist da. Ihr könnt weitermachen. Das ist aber da. Schau her da. Da ist aber da. Lasst euch schmecken. Da werden die Brosen dann zu Hause sein. Kann es weitergehen.